Herzlich willkommen aus Teneriffa. Ja, das Schwimmen mit Widerstand ist eine wunderbare Methode, um kurzfristig die Intensität richtig hochzuziehen. Mitunter ist das ja gar nicht so einfach, im Trainingsbetrieb hohe Intensitäten zu generieren, die wirklich nur für einige Sekunden aufrechterhalten werden können. Eine sehr gute Methode ist das Schwimmen auf der Stelle mit einem Gummiseil, ein Investment von ca. 50 Euro, auch für die Gruppe gut zu nutzen. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß! Ja, und eine weitere Methode ist das Schwimmen mit einem Bremsschirm, den man hinter sich herführt. Dabei muss die Fläche gar nicht so groß sein. Alternativ kann man das auch mit einem Schwamm machen, den man anbindet oder mit anderen Gegenständen. Man erhöht damit den Wasserwiderstand deutlich und somit auch die Intensität. Also auch hier eine zweite gute Möglichkeit, um die Intensität im Training mal deutlich nach oben zu fahren. Erfahrene Schwimmer kriegen damit sogar eine Rollwende hin. Umso besser, dann kann man die Streckenlänge auch etwas erhöhen. Wie gesagt, ein wunderbares Tool von Fines, dieser Bremsfallschirm.